Moin Moin und Servus meine Brüder, wir sind wieder hier in Cube Life Island Survival auf der Nintendo Switch und es ist scheiße dunkel, deswegen mache ich mal kurz die, ja, Nachtlampe an. Ehre geht raus. Wir sind im Gebiet H3 angekommen, arbeiten uns immer mehr nach außen, man kennt den Aal. Wollten hier natürlich noch diverse Kokosnüsse mitnehmen, machen wir auch. Das Boot sollte ja auch irgendwo stehen, ich glaube da zischen wir dann auch gleich davon, würde ich sagen, ne? In dem Sinne wird es bestimmt wieder sehr wild, in was für neue Gebiete wir heute reisen werden. Lasst gerne jetzt einen Daumen nach oben da für den ehrigen Support. Vielen Dank für Unterstützung, meine Bros. Und abonniert hier gerne rein für mehr. Es schmeckt. Habe ich jetzt überhaupt Kokosnüsse abgebaut? Waren da überhaupt welche dabei? Ich glaube natürlich nicht. Es ist auch schon irgendwie die ganze Zeit am Regnen. Also ihr seht, das Wetter ist auf unserer Seite. Ja klar. Jetzt gerade, wo ich das sage, natürlich hört es auf zu regnen, oder? Hört es auf zu regnen? Hä, in der Richtung ist das Regengeräusch schwächer als hier. Hört ihr das? Merkt ihr das auch? Hier? Gähnende Leere. Oder man möchte sagen, es nieselt gar. Und hier ist kompletter Starkregen. Ah ja. Ich meine, dass sich das ja von Gebiet zu Gebiet ein bisschen unterscheiden kann aufgrund der Wolkenverhältnisse im Himmel. Das ist ja klar, aber doch nicht bei 3 Metern. Ja, scheiße, Bruder. Ja, wir haben jedenfalls einige Kokosnüsse gefarmt. Lecker. Und scheinbar scheint hier irgendeine Gefahr zu sein. War hier ein Ureinwohner? Kannibale? Ja, da ist jemand. Da war ihr. Habt ihr das gehört? Irgendjemand hat sehr komische Geräusche von sich gegeben. Hat dabei noch ein Schwein umgebracht. Miese Mistsau, wenn ich dich finde. Oh. Oh mein Gott, er ist... Bruder, ist ja cool mit dem Raum und so, aber sollten wir uns nicht lieber Sorgen machen um den Bruder, der hier liegt? Gib mal seine Spitzhacke. Steinspitzhacke. Was hatte ich für eine? Eisenspitzhacke. Dann verpiss dich mal und bleib von mir fern, du Sau. Ja, also ich glaube, der Affe hat ihn gekillt. Ja, logisch. Und der Hidden Room? Ich glaube, der ist hier, oder? Was ist denn da? Weitere Affen. Also ich bin mir sicher, dass in der Wii U-Version keine Affen am Start waren. Und nun ist es nunmehr an der Zeit, die Nachtlampe auszuschalten. Es ist immer noch scheiße dunkel, aber es ist aushaltbar. Wir gehen runter in den Aal, würde ich sagen. Aber ich glaube, das sieht nach Fallschaden aus. Das könnte schwere Folgen haben. Ja, was soll's. Ja, so ist das nun einmal. Ah ja, der Affenbruder. Wollen Sie mich jetzt auch töten? Oder, was ist los hier? Hier geht's runter. Also ich bin mir sicher, wir müssen uns hier runtergraben. Das sieht doch voll so aus. Was haben wir denn da? Nichts? It might be a hidden room around here. Ja, was bringt der? Was soll hier sein? Hier ist ja gar nichts außer ein Affe. Soll er mir etwa die heilige Botschaft übermitteln? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, wir bauen uns einfach weiter hier unten rein. Warte mal kurz. Ich habe gerade eine Sache, nicht so ganz bedacht. Sag mal, wie ist das eigentlich mit Schaufeln? Gibt es in diesem Spiel auch Schaufeln? Um eben zu schaufeln? Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt nicht in den Tutorial-Screens drauf geachtet, ob jetzt auch Schaufeln dabei waren. Aber ich hätte das ja gehört, oder? So, wir sind jetzt auf Steinen. Ich frage noch einmal, was soll hier sein? Weil ich würde jetzt an sich gerne loszischen in eine weitere Inselregion. Weil hier ist halt nichts. Warte mal kurz, das ist ein anderer Stein. Das ist ein anderer Stein. Lass uns den mal kaputt machen. Gucken, was sich dahinter verbirgen tutet. Das wird doch was bedeuten, oder? Das wird doch safe etwas bedeuten. Ich wollte erstmal sagen, ja, also wir müssen uns ja wohl irgendwie runtergraben. Das sah ja schon so aus. Ah ja, guck mal, irgendwie geht das hier weiter. Soll ich diese Steine, also diese komisch bearbeiteten Steine, soll ich die abbauen oder soll ich irgendwie ein
Weg finden. Oh, heilige Scheiße, Brüder. Ich würde sagen, wir speichern mal ab, oder? Wir sind in der geheimen Höhle. Nunmehr angekommen. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Also ich war ja schon irgendwie auf alles gefasst. Spinnen. Spinnen und Spinnen, aber hier ist nur Kohle. Es hat gerade ein bisschen Minecraft-Feeling, muss ich sagen. Weil das halt so nach so einer Minecraft-Höhle aussieht. Wisst ihr? Was haben wir denn? Ich habe zwar keine Fackel mehr, aber... Was soll's? Nee, hier ist schon mal nichts. Aber es gibt ja hier noch einen Weg. Oh, wo geht's denn hier weiter? Zu der Kohle oder was? Ja, also ich dachte, jetzt würde mich hier noch eine Truhe begrüßen oder so, bevor ich dann abzische. Da geht's noch rein. Komm. Komm, Junge, was war hier? Ein Loch. Was ist denn im Loch? Nichts? Okay. Puh. Schwierig. Aber wir können uns natürlich umsehen. Hm. Na logisch, klar. Wir haben ja unsere Möglichkeiten, Brüders. Hm. Danke, OBS. Danke, Bro. Ah ja. Ein Silberschwert. Ah ja. Haha. Kommen Sie heran. 5 Perlen. Nee, Jungs, ich muss die Perlen mitnehmen. Ich muss die Perlen mitnehmen. Scheiß auf das Erz. Ich brauche die Perlen. Warte, ist da noch eine? War da noch eine Truhe? Falscher Alarm, Jungs. Ja, heftig auf jeden Fall. Ich wusste doch, hier ist noch irgendwas. Das war zwar scheiße aufwendig, das hat uns verdammt viel Zeit gekostet, aber jetzt hätten wir es. Und geben Sie jetzt mal wieder die Fackeln her, Bruder. War hier auch noch eine? Na klar. Gut, dann raus aus den Aal. Ja, vielen Dank, Herr Affe. Es hat mich sehr gefreut. Wo ist der jetzt überhaupt hin? Ah ja, ich glaube, er ist davon gezischt. Er musste allem Anschein nach, so wie ich, sehr dringend los. Scheiße ist natürlich jetzt, dass meine Eisenspitzhacke so gut wie abgebaut ist. Ah gut, ich glaube, Erde bauen wir ganz gut mit der Spitzhacke ab. So wie ich es mir eigentlich auch gedacht habe. Komm ich raus? Lass mich hoch. Gib die Fackel her. Das ist nämlich nicht unsere. Aber ich glaube, das ist eine kleine Fackel. Ja, es ist eine kleine Fackel. Schön. Ja, ganz toll. So oder so. Ich bin zufrieden. Wir haben das, was man hier auf der Insel erleben konnte, haben wir mitgenommen. Und die Affen rasten wieder mal komplett aus. Auch diese riesigen Pilze. Was heißt riesige? Aber das sind scheinbar sehr leckere Pilze. Man kann sie wohl essen. In diese Höhle da unten werde ich mich nicht reintrauen. Wir gehen jetzt dann auch nunmehr zurück. Und zwar zum räudigen Boot. Ja, klar. Was haben wir aufgesammelt? Hä, was haben wir aufgesammelt? Was war das? Das war ja kein Block oder so. Hä? Vor allem, wieso habe ich hier noch eine Karte? Wieso habe ich da noch eine Karte? Das ist sau unnötig, Bruder. Ach so, das ist ein Kokosnussbaum. Das erstmal gar nicht realisiert. Ah ja, ein Papagei. Ja, moinsen. Der Bruder muss auch wieder los. Sehr, sehr coole Atmosphäre, muss ich sagen. Also, dass diese ganzen kleinen NPCs hier, die NPC-Tiere, die Affen, auch wenn sie irgendwie keine Funktion haben, außer vielleicht die kannibalistischen Ureinwohner dahin zu schlachten, gibt es ja noch Papageien, die auch irgendwie keine besondere Funktion haben, aber man kann irgendwie ihre Federn mitnehmen oder so, wenn man sie killt. Oder wenn sie eines natürlichen Todes sterben durch den Kampf gegen einen Feind. Aber Junge, ich bin sehr zufrieden mit den Kokosnüssen. Das sieht sehr lecker aus. Ja, wir werden dann auch jetzt dann auch gleich wieder entschwinden. Also auch gleich jetzt. Ich muss kurz schauen, wo ist das Boot? Ich denke, mehr gibt es hier nämlich nicht zu finden. Ich denke, dieser Hidden Room Around hier war schon so das Maximum. Ah ja, da kommen auch schon die Affen. Na klar. Die Brüders. Ich wusste doch, die kommen von der anderen Insel. Nochmal rüber geschwommen, um in Freiheit zu leben. Die Buben! Wir werden jetzt reisen. Und zwar in Richtung... Mal gucken. Ich will mal an den äußeren Rand gehen. H2 und H1. Was hat mein Boot für eine Durability? Sieht gut aus. Müssen wir nur darauf achten, wohin wir jetzt schwimmen. Wir können natürlich auch noch die Affen fragen, ob sie Bock haben, mitzukommen. Wir lassen ihnen ein wenig die Entscheidungsgewalt. Und gehen Richtung Norden. Ja, klar.
Bruder, du kannst in diese Richtung. Na, weißt Bescheid. Wieso auch immer der jetzt rückwärts paddeln wollte. Kann mir das einer erklären? Ist sich das Spiel noch nicht ganz sicher, ob er da vorwärts oder rückwärts oder seitwärts will? Es ist mir immer wieder ein Rätsel. Warte, wo gehen wir denn gerade hin? Bruder, ich bin in Richtung... Ich habe in Richtung Norden geguckt. Uff. Ja, und damit wären wir nunmehr in der richtigen Richtung angekommen und angelangt. Gleich dann mal gucken, wie es aussieht bei H2. Ich sag mal so, jetzt haben wir so viele, ich sag mal, Gebiete abgearbeitet mit Inseln und so weiter. Ich glaube, da kommt gleich wieder so eine richtige Dürre-Episode. So, nur Wasser. Nur Wasser. Ja, und damit wären wir nunmehr angekommen in der Haienregion. Ach du heilige Scheiße. Wortwörtlich. Die sind natürlich bei mir gespawnt. Und das sind nicht nur normale Haie. Ich glaube, da sind auch noch Schwertfische dabei gewesen. Ich glaube, das war ein Schwerthai. Und ein Hammerhai war da auch dabei. Die Buben. Sie haben mein Boot ein wenig angegriffen. Ich habe, glaube ich, 3 Lebenspunkte wegen denen verloren, diese miesen Mistschweine. Aber warum müssen sie auch ausgerechnet genau bei mir landen? Aber ich habe es euch ja gesagt. Dürre-Region. Wasser, Wasser, nochmals Wasser. Und die Haie habe ich natürlich vergessen, aber hätten wir uns auch denken können. Also, das war halt schon so offensichtlich, man musste es nicht auch noch einmal erwähnen an der Stelle. Wir reisen jetzt hinfort zu H1. Ja, und wären dann auch nunmehr angekommen. Diesmal endlich auch mit einer Insel. Ja, Grüße. Die Ränder des Tanz kickt ein bisschen rein. Das ist genau wie in Minecraft. Das scheint ein fetter Urwald zu sein. Ich bin gespannt. Wir parken hier. Und ich glaube, wir haben auch seit der Fahrt nur 6 Punkte verloren. 6 Lebenspunkte des Bootes. Ach, Scheiße. Ja, passiert. Haben wir jetzt hier endlich mal ein Perlenglück? Kriegen wir unsere erste richtige Perle? Nein, natürlich nicht. Ja, es war klar. Ansonsten, was haben wir denn hier? Das ist ja ein Gorilla. Der Bube. Ja, moin, wir haben es hier mit Donkey Kong zu tun oder so. Ja, ein wahrer Bruder. Ein wahrer Bruder und Freund. Ich krieg da leichte Tarzan-Flashbacks. Er ist ein wahrer Bruder. Wir werden ihn aber in Ruhe lassen, natürlich. Das ist uns ganz wichtig. Wenn wir etwas schlachten, sind es nur die Schweine. Denn die Schweine sind haram. Es ist ein wahrer Freund. Es ist ein wahrer Freund. Junge, ich raste komplett aus. Ich glaube, dieses Affenfräulein möchte wohl ganz gerne Liebe machen. Und hat auch, glaube ich, ein bisschen die T-Pose-Kicks. Seht ihr das? Wie das sich manchmal so aufrafft für so ein Frame. Ja, der Bube. Der Bube. Ich glaube, er hat wirklich Bock. Junge, Alter, hauen Sie ab. Schwein! Ja, wir sind wirklich auf der Affeninsel. Das gab es doch in Cube Life Island Survival niemals. Auf der Wii U. Das will ich damit sagen. Ich glaube, das sind wirklich einzigartige Sachen, die wir hier erleben. Das ist bisher unveröffentlichtes Material, könnte man sagen. Und mal gucken, ob hier auch wieder ein Hidden Room around hier ist. Das sieht mir nach Berg aus. Wisst ihr, so ein Vulkangebiet wäre geil gewesen, so. Gibt es sowas in Minecraft? Ja, gut, den Nether, ne, aber ja, würde ich jetzt nicht als Vulkangebiet sehen, sondern eher als Nether. Ja, war so spannend, dass hier mit den Affen auch ist. Was gibt's hier denn sonst noch so? Das sieht irgendwie aus wie so ein Grab, wie so ein fettes Riesengrab. Ich glaube, da wurde Aragog die Riesenspinne begraben. Grüße. Und Kuss, wieder Papagei. Ja, geil, ne? Jetzt ist natürlich wieder abends und die ganzen Affengeräusche. Ah, wobei. Sind auch da. Also, wir halten fest, es gibt jetzt kleine Äffchen-Mobs, es gibt jetzt diese fetten Gorillas. Harambe himself. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir versuchen, ihn anzugreifen. Ich will es nicht herausfinden, aber wir müssen es eigentlich zur, sag mal, also zur biologischen Erkenntnis, damit wir ihn mal geschlachtet haben, müssen wir es eigentlich mal tun. Oh mein Gott!
Ach du Scheiße, ist der stark. Ach du heilige Scheiße, ist der stark. Draufhalten, Jungs. Das kommt aufs Titelblatt. Ah! Sirius? Junge, ein Hit, 30 hat er gezogen. Mann, ist der heavy. Aber wir haben es auch mit einem Gorilla zu tun. Dürfen wir nicht bedenken. Ah! Nein! Der killt mich! Der killt mich! Schwein! Alter, ist das ein Monstervieh. Ich glaube, das ist Affenfleisch, oder? Naja, das kann man doch nicht mitnehmen, Mann. Ja, Harambe, es tut mir leid. Ja, da ist seine Leiche schon davon gezischt. Sie wurde aufgesogen von Jesus. Der arme Bube, ohne Witz. Ja, wir mussten es machen, Mann. Soll ich mir jetzt Vorwürfe machen? An der anderen Straßenseite müssten wir auch eben bedenken, das hatte irgendwo einen, ich sag mal, wissenschaftlichen Zweck. Zu gucken, was, wie reagiert der. Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Mini-Monkey angegriffen, weil das kann ich nicht. Ja, das sind wieder die menschlichen Triebe, ne? Weil der ist ja so süß. Aber dieser fette Gorilla muss geschlachtet werden. Aus wissenschaftlichen Gründen. Ah ja! Redons Kai hat wieder mal die kompletten Kicks. Aber apropos, wo bin ich gerade hier überhaupt? Ich glaube, ich muss mich hier ein wenig häuslich niederlassen. Ja, ein wenig Natürlichkeit auch zeigen, ne? Ist ja ganz klar. Man muss sich ja auch häuslich hier einrichten und dann auch die Bananen, die hier verteilt liegen, auflesen. Habe ich da noch Platz? Wir schmeißen die Karte raus. Scheiß komplett drauf. Her mit den Bananen. Geben sie her. Es wird schmecken. Gucken. ja, gut, ne? Jetzt müsste ich halt die beiden Fackeln erstmal platzieren, damit ich die Banane runterlegen kann. Aber ihr merkt wieder sehr, sehr komplizierte Angelegenheiten. Ja, es schmeckt. Aber es gibt mir nur Nahrung. Ich glaube, dass es Bananen in der Wii U-Version gab, das sollte safe sein. Aber wie gesagt, diese riesigen Gorillas, die Affen, die Papageien, nichts, an das ich mich groß erinnern könnte. Und jetzt machen wir kurz mal hier den Weg, wir werden den Weg abschneiden. Aus Gründen. Hm. Wo ist die andere Fackel überhaupt? Ich glaube, die habe ich unten liegen gelassen, oder? Ah, Sirius? Hast du nachgedacht, ne? Man kennt den Aal. Ich glaube, es wird wieder mal Zeit für die Nachtsicht, oder? Wir müssen das Nachtsichtgerät einschalten. Hm. So lässt es sich arbeiten, ja klar. Ja, das sind die Kicks. Aber es soll ja auch schmecken. Ja, also die Kannibalen werden dann gleich kommen. Ich glaube nicht, dass die Gorillos... die Gorillos. Die Zigorillos. Ich glaube, die werden uns nichts tun über Nacht. Ich denke, die werden uns in Ruhe lassen. Aber einfach zur Sicherheit, damit uns hier nicht die ehrenlosen Kannibalen wieder dahin schlachten. Apropos, einmal kurz speichern. Sonst starten wir wieder in Gebiet, was weiß ich nicht wo. So wie es gerade geladen hatte, wahrscheinlich haben wir am Anfang des Parts irgendwo gespeichert. So, in dieser Höhle, safe. 100 pro. Habe ich noch Platz für Fackeln? Hätte ich. Wo ist die Fackel? Wo ist die Fackel? Ich habe sie doch gerade abgebaut. Ja, der Inventarplatz ist frei und ich sehe meine Fackel nicht. Das ist ja sehr cool. Jetzt ist die weg, oder was? Ich liebe sowas ja immer, ne? Wenn Spieleentwickler so etwas dahin zaubern. Ich meine nicht, dass ich eine große Ahnung von dem Ganzen hier hätte. Ja, wie man so etwas hier entwickeln kann. Davon mal ganz abgesehen. Ja, Entwickler sprachen... Ich sag mal so, Engines in gewissen Hinsichten, ich kann kein einziges Programm schreiben, ja. Ich bin ein Laie. Ich bin ein kompletter Rookie. Ein Rookie, der nie mal angefangen hat. Aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, wo ist meine Fackel? Wo wollten die Entwickler jetzt meine Fackel hinsetzen? Das ist meine letztendliche Frage an diesem heutigen Tage.
Ich glaube, es kann niemand sagen. Bruder? Sirius? Harambe? 2? Oder 3 wahlweise? Wo ist der? Ich glaube, er hat sich auch gerade ein paarungswilliges Weibchen gesucht. Ah ja. Die er im Wasser wahrscheinlich, ja, mit der er wahrscheinlich im Wasser rumlecken kann. Na klar. Nur am Lecken. Die Schweine. Hey, warte mal. Hier war meine Fackel die ganze Zeit. Ach ja. Ja gut, die Kannibalen werden es hier doch safe hochschaffen, oder? Also lieber abbauen. Schaffen wir es auf... Boah, nee, ich würde sagen, auf die Bäume. Die Bäume sind uns ein bisschen zu weit weg, oder? Gleich taucht wieder so ein oranges Ausrufezeichen auf, Jungs. Habe ich gar keinen Bock drauf. Aber wir müssen es versuchen. Let's go. Wer nicht wagt, der nicht eins gewinnt. Kokosnüsse handeln. Dies, das. Es wird ehrenlos mit dem Buben. Warte, ich glaube, wir müssen Hand aufnehmen. Also R gedrückt halten. Ja, ich wusste es. Boah, diese Renntaste ist ja mal komplette Ehre. Danke nochmal, dass ihr mir das gesagt habt, Brüders. Vielen Dank, Mann. Ich hätte es sonst nie herausgefunden. Ja, es ist halt, ne, in Minecraft machst du zweimal nach vorwärts sprinten. Haben auch sehr viele uns dick reindrücken. Bis heute kommentieren das Leute noch unter Part 1. Danke, meine Bros. Also, Minecraft Wii U Part 1. Ja, was soll ich euch sagen, Jungs? Es wird jetzt langsam tiefste Nacht. Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir jetzt erstmal für heute abschalten und das Ganze hier beenden. Fürs Erste jedenfalls. Also, wir sind an den äußersten Rand der Map vorgekommen. H1. Und ich würde sagen, im nächsten Part, ich glaube, diese ganzen schwarzen Stellen sind die fetten Gorillas, oder? Ja, der Gorillawald, meine Freunde. Ich habe ihn besucht, es war ehrenlos. Mit den Buben. Unten können wir ein jeweiliges Exemplar hören. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert rein für die Kicks. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn natürlich die Glocke aktiviert ist. Oder auch nicht, ich weiß es nicht so genau. Haut rein und ciao, bis zum nächsten Mal.